Ja, und damit herzlich willkommen zu Let's Play The Mighty Quest for Epic Loot. Ja, einige von euch fragen sich jetzt vielleicht, was ist das für ein Spiel? Das Ganze ist die Open Beta eines Free-to-Play-Spiels von Ubisoft. Da möchte ich auch an dieser Stelle als allererstes mal Ubisoft danken für den wirklich guten Support bzw. für die gute Kommunikation. Da sollten sich wirklich andere mal ein Häppchen von abschneiden. So viel dazu. Jetzt zum Spiel selber. Ich habe das Spiel noch nie gespielt und ich habe es halt an sich auch noch nie so richtig gesehen oder etwas davon gehört. Das heißt, es ist jetzt wirklich ultra blind. Ich bin absolut nicht informiert. Wir haben jetzt die Auswahlmöglichkeit zwischen drei Charakteren. Wähle deinen Held, wähle deinen Helden, so ist hier geschrieben. Das Einzige, was jetzt fehlte, war das Intro, das ich mir schon angeschaut habe. Das wurde leider nicht wieder abgespielt. Das werde ich dann höchstwahrscheinlich nachliefern. Wir haben hier einmal der Magier. Bio, Name Baron von Bothaftingen. Beruf teuflischer Zauberer. Angriffsart Distanz. Lieblingsessen Satansbraten. Lieblings. Beherrschungsart Welt. Aha. Bardstatus lebendig. Man sieht schon, das Spiel arbeitet ein wenig mit Spaß. Das ist ein exklusiver Skin, den ich dank Ubisoft freigeschaltet habe. Vielen Dank nochmal. Wenn du unbedingt alle Gegner in Sicht auf schwindelerregende Weise vaporisieren musst, dann ist der Baron von Bushaftingen genau der Zauberer, den du brauchst. Das hört sich schon mal gut an. Der Ritter, Sir Painhammer. Angriffsart Nahkampf, Beruf B-Promisportler. Slogan, erst hämmern, dann fragen. Hat sein gutes Aussehen von Mama. Der Ritter ist eine unaufhaltbare Wand aus Bestrafung und Remi-Demi. Er ist dein erster Klasse-Ticket nach Zerschmetterhausen und wenn du Glück hast, gibt er dir sogar ein Autogramm umsonst. Ja, der gute Ritter, der Promi schlechthin, der Schütze, Name Black Eye Bogard, Angriffsart Distanz, Beruf furchterregender Dieb, Anzahl Augäpfel 1. Ja, ist gut, zum Zielen braucht man nur eins. Weiß ich, weil ich selber mal Bogenschießen war. Gebaren mürrisch. Was ihm an tiefen Wahrnehmung fehlt, gleicht der Schütze durch seine Langstreckentödlichkeit mehr als aus. Und ist sein Pfeilhagel mal nicht ausreichend, erlegt sein finsterner Blick den Rest. Okay, jetzt haben wir natürlich die Qual der Wahl. Ein B-Promi-Sportler, ein Bogenschützen bzw. ein Armbrustschützen oder ein durchgeknallten Magier. Da ich sonst immer den Ritter nehme, mir der Schütze hier jetzt nicht so deutlich zusagt, würde ich sagen, wir nehmen mal den exklusiven Skin, den guten Magier. Oh, das Licht ist ja cool gemacht. Blink, blink, blink. Und mach mal weiter. Es wird Zeit, dass du dir Opulentias neuesten Bewohner aussuchst. Okay. Oh, hallo da, Fremder. Willkommen bei Cornelius Richling, erstklassigem Talentmanagement und Emporium. Ich bin Cornelius, Besitzer, Gründer, oberster Direktor und einziger Angestellter. Lass mich raten. Ihr kamt nach Opulentia auf der Suche nach Ruhm, Reichtum, Achtung und Anerkennung. Hab ich recht? Euer Schweigen ist mir Antwort genug, Compadre. Lasst mich das Gehirn sein und ihr seid der, edle Held. Nun, mein Freund, gäbe es da erst noch eine kleine Formalität, bevor wir euch in das Königreich entlassen. Ich spreche natürlich von der kleinen Angelegenheit meines einmaligen Vorschusses, der Bearbeitungsgebühren, der Willkommenssteuer und des Vorabbonus für hervorragendste Dienste. Ich denke, eure Waffen und Rüstungen sollten vom Wert her wohl ausreichen. Sorgt euch nicht, Freund. Es gibt keine lohnendere Investition als jene in die eigene Zukunft. Und nun hinaus mit euch und zeigt mir, was ihr könnt. Das hört sich gut an. Weiter. Also ich bin wirklich gespannt auf das Spiel, Leute. Ah, okay. Erster Raubzug. Bewegung. Linksklick auf den Boden, um dich zu bewegen. Ah ja. Argostarius, erster Raubzug. Okay, auf Q haben wir einen Heiltrank. Hier haben wir unsere Mana-Anzeige und hier unsere Lebensanzeige. Okay, das ist sehr interessant. Dürfen wir Hühner töten? Jo, wir dürfen Hühner töten. So, Magierstab. Du hast gefunden, Magierstab. Das freut mich. Hier haben wir noch ein bisschen Gold. Nehmen wir auch mit.
Holy, was ist das denn? Hungerhaken, Level 4. Okay. Okay. Ey Leute, das Spiel macht verdammt viel Spaß. So. Gold nehmen wir uns mit. Was haben wir hier? Lebenskraft. Achso. Ich verstehe, wir regenerieren uns also scheinbar durch tote Gegner. Oder wie muss ich das verstehen? Siehst du die Tür? Links klick auf die Tür, um sie aufzustoßen. Okay. Wow, raste aus. Sieg. Magiermanschetten. Gold. Du hast gefunden Magiermanschetten. Das freut mich. Da haben wir wieder eine Tür zum Aufstoßen. Hier geht's nicht weiter. Okay, bevor wir jetzt aber weitergehen, würde ich mir gerne mal das Inventar angucken. Wie öffnet man das? Verschlossen. Ja gut, wir verlassen das Schloss, Leute. Ist mir gerade alles ein bisschen zu verwirrend. So. Sieh an, ihr habt das Schloss bewältigt wie ein richtiger Professioneller. Schlossbewältiger. Für solche Brocken wie euch gibt es nur ein Wort. Ungestüm. Wahrlich ungestüm. Hört zu, ich weiß nicht, wie ich es euch sagen soll, aber für Bekleidung und Ausrüstung habt ihr scheinbar wenig Sinn. Dankeschön. Ich muss euch wohl beibringen, wie man sich zurecht macht, hm? Gut, kommt, wir gehen nach draußen. Okay, wow, das sieht schick aus. Welch eine Pracht, Opulentia. Wenn ihr euch an mich haltet, könnte all das einmal euch gehören. Für den Moment jedoch konzentrieren wir uns darauf, euch zu kleiden. Öffne das Inventar. Ach, okay. Ah, Magierstab. Wähle den Magierstab aus. Statte deinen Helden aus. Um einen Gegenstand auf deinem Inventar auszurüsten, klicke darauf, bewege ihn über den Link in der Ausrüstungsfeld und klicke nochmals. Achso. Klick. Klick. Ah, sehr schön. Ihr seht gut aus, mein Bester. An euren Fähigkeiten müssen wir aber noch etwas feilen, damit aus euch ein richtiger Plünderer wird. Ja, erstmal möchte ich meine Magierkleidung anziehen. So. Sieht doch schon mal viel schicker aus. Ja, weiter geht's. Das Inventar möchte ich gerne schließen. Geht nicht, okay. Doch wer vermag mir solch Können beizubringen, höre ich euch schluchzen. Ich werde es euch sagen. Sein Name beginnt mit einem C und reimt sich auf Cornelius. Cornelius, okay. Wahrlich, für diesen Dienst solltet ihr mich bezahlen. Ah, richtig, ihr bezahlt mich ja bereits. Lassen wir das. Hey, hat da jemand was von bezahlen gesagt? Neue Fähigkeiten freigeschaltet. Öffnet das Fähigkeitsmenü über die Heldenleiste. Okay, rüste deine neue Fähigkeit aus. Flammenstoß. Feuerball, okay. Ah, ich verstehe. Rüste deine Fähigkeit aus, indem du auf das Symbol klickst und es in ein freies Feld unten in der Leiste ziehst. Die Fähigkeit, die du auf das erste Feld gelegt hast, wird per rechte Mausklick ausgelöst. Ah, okay. Ach so. Ah, okay. Sehr schön, sieht so aus, als seid ihr fertig. Kommt gleich zu mir, wir haben viel zu besprechen. Ich habe in der Stadt herumgefragt, habe euren Namen mal fallen gelassen und manch einer schuldete mir sowieso noch einen Gefallen. Jedenfalls habe ich tolle Neuigkeiten. Gelingt euch noch so ein erfolgreicher Angriff, könnte ich euch ein eigenes Schlösschen beschaffen. Gegen Schloss habe ich nichts, Leute. Ach, ihr braucht euch nicht zu bedanken, wirklich. Eure ewige Dankbarkeit und deren vertraglich geregelte, meiner Wenigkeit zustehenden Exklusivrechte sind mir genug. Ah, der sieht auch schon so geizig aus, der Mistkerl. Seid ihr also bereit, euer Leben als Grundbesitzer zu beginnen? Dann schwingt euren Hintern hier raus. Ja, ich bin bereit, denke ich. Schloss Oberhartingen. Okay, wow, das sieht episch aus hier, Leute. Kann man das Menü öffnen? Ja, kann man. Einen Moment, Leute. So, ein Schlückchen getrunken für meine trockene Kehle. Okay, wir machen das gleich also nochmal, wie es aussieht. Das wird ja spaßig. Agastarius, Schloss Oberhartingen. Okay, Spinnen.
Ui, die Attacke gefällt mir, die Spezialattacke. Gerade sehr schön zu sehen. Fähigkeit einsetzen. Ja, habe ich gerade schon gemacht. Danke für den Tipp. Oh. Ach, okay, hier müssen wir ausweichen. Dass so Elemente drin sind, finde ich sehr schön. So, kommt her, meine Spinnviecher. So. Gold nehmen wir mit. Lebenskraft nehmen wir auch mit. So. Ganz viele Hühner. So, und noch einmal. So, so, so. Und so. Okay. Sehr schön. Du hast gefunden. Shilak. Oder wie man das ausspricht. So, du hast gefunden Route. Das hört sich auch interessant an. Schneuzer. Ah, okay. Kurze Erklärung, Leute. Das ist vielleicht für euch jetzt ein bisschen verwirrend. Das ganze Spiel hat quasi die Story, dass sich die Leute diese Schlösser hier, ja, gebaut haben, sozusagen. Und hier jetzt leben und sich als Schutz diese Monster, sage ich mal, eingestellt haben. Kröten und Zombies. Und wir sind also jetzt quasi das Schloss hier am Angreifen. Okay, hier ist sonst nichts Interessantes, dann gehen wir mal weiter. So. So. Oh, schön ausgewischen. Uiuiui, hör auf mich abzuschießen. Alter, das sieht wirklich schick aus, guckt es euch an. Ich bin echt überrascht. So. Gold nehmen wir mit. Komm schon, schnell, schnell, schnell. Das ist wieder ganz schön knapp. Gold, Lebenskraft, nehmen wir alles mit. So. Und gehen weiter. Wir haben einen schicken Bart, das muss ich wirklich mal sagen. Uiuiui, lass mich in Ruhe. So. Du hast gefunden Stab. Das waren aber zwei Gegenstände, meine Freunde. Habe ich genau gesehen. Das Inventar hier aber nicht öffnen, wie es aussieht. Einstellungen. Kantengeltung 2. Hoch, hoch, hoch. Ihr seid mir aber ganz schön mutig hier mit euren Einstellungen, muss ich sagen. Naja, okay. Ich werde die Auflösung wahrscheinlich auf 1280x720 reduzieren. Ah, jetzt verstehe ich die Attacke erst. Wir können das hier hinsetzen, dann laufen die da durch und kriegen dadurch dann Schaden. So läuft das also ab. Super harter Truchsess. Okay. Ich bin super harter Magier mit einem langen Bart. Also, bild dir mal nichts ein, mein Kollege hier. So. Maximale XP erreicht. Level deinen Helden. Okay. Konnte ich nicht ganz lesen. Gold nehmen wir mit. Und gehen weiter. So. Schlagen die Tür ein. Und haben es scheinbar geschafft. Sieg. Juhu. Das ist doch mal was Schönes. So, wir verlassen wieder das Schloss, Leute. Okay. Sehr schön. Zweite Prüfung bestanden, würde ich mal sagen. Perfekt. Ihr habt es geschafft, Freund. Oder sollte ich sagen, ihr habt es geschafft, Hausbesitzer. So ist es. Ein Versprechen von eurem Freund Cornelius ist so wertvoll wie Gold auf der Bank. In meiner Hand halte ich den Schlüssel für euer eigenes Schloss. Doch genug Geschwätz. Sicher wollt ihr euch gleich dort bereit machen. Sehen wir es uns an. Das ist mein Schloss. Oh, bin ich ganz mit zufrieden. Willkommen in unserem, ich meine eurem Schloss. Da ist es, euer Heim, eure Chance auf Unsterblichkeit. Euer alter Freund Cornelius hat keineswegs geschlampt und euch irgendwelche Bruchbuden verschaffen. Nein, Sir. Dieses Luxusanwesen ist bereits mit einem Haufen an Ausrüstung ausgestattet. Sehen wir uns doch mal alles an. Schlossherz. Dies ist euer Schlossherz. Sehr wichtig. Er ist der Quell der ganzen in der Luftschweberei eures Heims. Deshalb fliegt unser Schloss also wegen diesem Schlossherz. Und dessen Hauptenergiequelle. Dieses Herz aufzurüsten, ist der erste Schritt, falls ihr hier überhaupt etwas verbessern wollt.
Goldspeicher. Hier ist euer Goldspeicher. Ein Raum, der mir sehr am Herz liegt. Am Herzen liegt. Boah, was ist denn los, ey? Hier wird all eure glitzernde Beute verstaut. Habt ihr den Speicher vollständig gefüllt, könnt ihr ihn per Upgrade auf ein größeres Volumen ausbauen lassen. Lebenskraftspeicher. Das hier ist euer Lebenskraftspeicher, mit dessen Hilfe ihr Dinge baut. Auch er lässt sich upgraden. Huiuiui. Jetzt habe ich euch vollgequatscht und hin und her gejagt. Ich muss mich mal kurz setzen, aber seid so gut und zeigt mir, was ihr gelernt habt. Baut euch als erstes einen Heldentrainer. Ihr wirkt noch etwas speckig. Dankeschön, das ist echt nett von euch. Es darf gebaut werden. Dies ist das Architektenbüro, wo du alle Einrichtungen und Räume für das Schloss findest. Klicke zuerst auf das Gebäude, um die verfügbaren Baumaßnahmen zu sehen. Okay.